schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich hoffe, ich bin zu hören. Einen schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Margarete van Ess. Ich leite die Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts und begrüße Sie heute aus Berlin zu einem weiteren Vortrag in der Online-Veranstaltungsreihe DAI Insight. Das DAI hat sich ja vorgenommen, Ihnen im Verlauf des gesamten Jahres aktuellen Einblick in die laufenden Forschungen aller seiner Abteilungen, Kommissionen und Außenstellen zu geben. Jeden Monat berichtet ein anderer Standort und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen bunten Strauß an Themen zu ihren archäologischen Projekten und der Analyse und Interpretation von Daten vorbereitet. Und auch wenn wir das persönliche Treffen mit Ihnen zu einem Präsenzvortrag wirklich sehr vermissen, erlaubt das digitale Format dieser Vortragsreihe doch sehr viel mehr Zuhörerinnen und Hörer zu erreichen, als das sonst möglich wäre. Und wie in einem Präsenzvortrag auch, werden wir Sie, sehr geehrte Damen und Herren, im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Bitte nutzen Sie dazu die Chat-Funktion bei Zoom am Bildrand unten oder wenn Sie uns über den Facebook-Livestream folgen, die Kommentarfunktion dort und tippen einfach Ihre Fragen und Kommentare an uns da hinein. Sie werden im Hintergrund gesammelt und von mir später an den Vortragenden weitergeleitet. Nachdem wir uns vor 14 Tagen über Uruk im Südirak unterhielten, entführt uns der zweite Vortrag aus der Orientabteilung heute in eine ganz andere Arbeitsregion der Abteilung, nämlich nach Südarabien, das heißt in diesem Fall in den Jemen und darüber hinaus auch nach Äthiopien. Im Jemen führt unsere Außenstelle Sana'a unter der Leitung von Iris Gerlach und ihren Vorgängern seit Jahrzehnten und in Äthiopien seit einigen Jahren viele Forschungen durch. Warum die Außenstelle Sana'a gerade in diesen beiden Ländern besonders engagiert ist, erfahren Sie gleich. Dazu heiße ich Herrn Diplom-Ingenieur Mike Schnelle ganz herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Schnelle. Guten Abend und vielen Dank für die einleitenden freundlichen Worte. Moment, es geht noch ein bisschen weiter. Als Architekt und Bauforscher nämlich sind Sie seit Jahren an fast allen Projekten der Außenstelle Sana'a beteiligt und zwar sowohl an der wissenschaftlichen Erforschung der Architektur als auch an Projekten zu ihrem Erhalt. Kaum jemand kennt die Baudetails dieser sabäischen Bauwerke so gut wie Sie. Heute führen Sie uns in eine charakteristische Gruppe von Bauwerken ein, monumentale, palastartige Verwaltungsbauten, die zu Beginn des ersten Jahrtausends vor Christus in Südarabien und Ostafrika entstanden. Ihre Besonderheit sind Wandkonstruktionen aus Holz und Mauerwerk, aus denen auf eine Mehrstöckigkeit geschlossen werden kann. Im Rahmen der neuesten Untersuchungen der Außenstelle Sana'a haben Sie sich mit der Unterscheidung verschiedener Konstruktionstechniken beschäftigt und meinen, gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen Hinweise auf die möglichen Funktionen gefunden zu haben. Herr Schnelle, wir sind sehr gespannt auf Ihre Dokumentation und Argumentation. Bitte, Sie haben das Wort. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, durch epigraphische Quellen sind wir von Bauwerken aus dem Süden der arabischen Halbinsel informiert, welche als Herrschersitze namentlich genannt werden. Zwei dieser palastartigen Bauten galten als die bedeutendsten. Da ist zum einen der Palast Salhin in der Sabäa-Hauptstadt Mareb, dessen Existenz vom 7. Jahrhundert vor Christus bis zum Jahr 525 nach Christus belegt ist, dem Zeitpunkt seiner Zerstörung durch äthiopische Truppen. Er galt als Ort der Thronbesteigung und vor allem der Machtausübung der sabäischen Mukaribe und Könige. Die Bedeutung des Palastes Salhin zeigt sich auch darin, dass es das Bauwerk in Südarabien ist, welches am häufigsten in den Inschriften genannt wird.
Leider geben die frühen Quellen kaum Informationen zu seiner Gestalt, außer dass er mehrstöckig gewesen ist und dass es sich nicht um ein singuläres Bauwerk, sondern einen Gebäudekomplex gehandelt haben muss. Geradezu märchenhaft muten dagegen Architekturbeschreibungen an, die uns durch mittelalterliche Texte von arabischen Gelehrten vom Herrschersitz Rumdan in Sana'a überliefert sind und welche man als kritisch alles in Frage stellender Forscher aufgrund ihrer fantastisch anmutenden Details in das Reich der Legende verbannen möchte. So berichtet der arabische Geschichtsschreiber Al-Hamdani im 10. Jahrhundert nach Christus vom Palast Rumdan in Sana'a, dass dieser 20 Stockwerke hoch gewesen sei. Malerisch beschreibt er: Die Wolken sind sein Turban, sein Gürtel und seine Hülle aber aus Alabaster. Und weiter, er sei 200 Ellen hoch gewesen, also etwa 96 Meter. Muhammad ibn Khalid schrieb: Sein Erbauer, also der des Palastes Rumdan, bedeckte das oberste Stockwerk mit einer durchsichtigen Alabasterplatte und es war auf der obersten Terrasse so hell, dass, wenn er sich auf sein Lager niederlegte, er zwischen einem vorbeifliegenden Raben und einem Taubenfalken unterscheiden konnte. An den vier Ecksteinen waren vier Löwen aus Erz angebracht, die im Inneren hohl waren und so oft der Wind wehte und in ihr Inneres eindrang, hörte man ein Brüllen wie das Gebrüll von Löwen. Als der Erbauer eines Morgens aber sah, dass der Schatten von Rumdan bis zum Berge Aiban reichte, ließ er im Bau einhalten. Auch wenn diese Schilderungen reichlich übertrieben sein mögen, so ist es doch lohnenswert, diese Aussagen auf ihren wahren Kern hin zu prüfen. Auf antiken Wandmalereien und Felszeichnungen, wie hier in Karyat al-Faw in Saudi-Arabien oder aus dem Khawlan im Jemen, werden Baustrukturen abgebildet, welche diesen Schilderungen verblüffend ähneln. Die Darstellungen auf den Felsmalereien hat Muhammad al-Salami sehr überzeugend mit den Schilderungen bei Al-Hamdani verglichen und kommt zu dem Schluss, dass es sich hier aufgrund der wiedergegebenen Details um eine Abbildung des Palastes Rumdan in Sana'a handeln könnte. Erkennbar sind mehrstöckige, turmartige Bauwerke mit einem massiven Sockelgeschoss aus großen Quadern. Darüber erhebt sich eine Art feine Gitterstruktur, welche von Holz gerahmte Stockwerke mit Fenstern darstellen könnte. Über den zahlreichen Regelgeschossen finden sich mehrere, jeweils immer weiter zurückspringende Stockwerke. Was können diesen Darstellungen als archäologisches bzw. bauhistorisches Äquivalent entsprechen? Welche archäologischen Befunde haben wir? In Südarabien konnten in den letzten Jahrzehnten zahlreiche mehrstöckige Palast-, Verwaltungs- oder Wohngebäude freigelegt und untersucht werden, welche als Gemeinsamkeit ein hybrides Wandsystem aus Holz und Mauerwerk aufweisen. Die rechteckigen, abwechselnd horizontal und vertikal verlegten Balken durchdringen dabei immer ein Füllmauerwerk, welches aus vermörtelten Lehmsteinen oder Bruchsteinen bestehen kann. Diese hybriden Wandsysteme hatten in Südarabien eine lange Tradition und waren dort mindestens 14 Jahrhunderte fast unverändert im Einsatz. Gemeinsam ist diesen mehrstöckigen Bauten, dass sie auf massiven steinernen Podien gründen, welche eine Höhe von bis zu 13 Meter haben können und im Inneren durch ein Kammermauersystem untergliedert sind, wobei die Kammern dann mit losem Bruchsteinmaterial aufgefüllt wurden. Erhalten haben sich diese Bauten als archäologischer Befund offenbar meist nur dann, und das mag ein wenig paradox klingen, wenn sie verbrannten. Falls sie nicht einem Brand zum Opfer fielen, hat man diese Bauten wahrscheinlich mehr oder weniger komplett wiederverwendet, vor allem das in ihnen enthaltene wertvolle Bauholz. Trotz der schwierigen Erhaltungsbedingungen von Holz im Gegensatz zur Werksteinarchitektur kann an den Befunden noch ein extrem hohes Maß an handwerklichem Know-how der Holzbearbeitung und Holzkonstruktion abgelesen werden, wie die Beispiele hier im Bild zeigen. Links und Mitte die Überblattung zweier Balken und rechts eine Schwalbenschwanzverbindung und ein hölzerner Nagel oder Zapfen.
den bisher mit Abstand ältesten dieser palastartigen Bauten, untersuchte die Außenstelle Sana'a unter der Leitung von Iris Gerlach zusammen mit der jemenitischen Antikenverwaltung und der Friedrich-Schiller-Universität Jena seit 2007 im sabäischen Zentrum Sirwach, einer Stadtanlage ca. 35 Kilometer westlich der Sabäer-Hauptstadt Mareb. Dort haben sich im nördlichen Stadtgebiet die Reste eines etwa 25 mal 25 Meter großen, ehemals mehrstöckigen, palastartigen Verwaltungsbaus erhalten. Der nach Nordosten orientierte, einzige bisher nachweisbare Zugang wendet sich aus bisher ungeklärten Gründen von der hier hellblau dargestellten Haupterschließungsachse des Stadtgebietes ab. Erhalten haben sich vor allem das massive, 7 Meter hohe Podium aus Travertinquadern, die Wände des Erdgeschosses sowie Teile des monumentalen Eingangsportals aus Kalkstein. Der Ägypter Ahmed Fakri, welcher 1947 Sirwach aufsuchte, konnte noch die 5 jeweils über 5 Meter langen monolithischen Pfeiler seines Eingangs dokumentieren, welche sich heute zu handlicheren Abmessungen verkleinert in den Häusern der Oase verbaut wiederfinden lassen. Gut sichtbar ist in seinen Bildern, aber auch in denen von Besuchern danach, dass dieser 5-Pfeiler-Bau, genannte palastartige Verwaltungsbau mit Bruchsteinmauern einer rezenten Wohnarchitektur überbaut war. Bei den von 2007 bis 2009 durchgeführten Grabungen konnte eine monumentale Treppenanlage mit frontalen und seitlichen Zugängen freigelegt werden. Der Eintretende gelangte nach dem Passieren der Pfeilerreihe durch eine Art Dipylon in einen Vorraum. Von diesem ausgehend erschloss ein in der Mittelachse verlaufender Flur zu beiden Seiten Räume und am hinteren Ende ein Treppenhaus, welches in die oberen Etagen führte. Bemerkenswert ist die Gliederung seiner Fassaden durch deutlich vorspringende turmartige Risalite an den Ecken und jeweils in der Mitte. Über dem Podium erhob sich der eigentliche Stockwerksbau mit einem etwa 1,60 Meter starken hybriden Wandsystem aus Balken- und Bruchsteinmauerwerk. Die äußeren Fassaden waren zwischen den Balken durch eine Werksteinverkleidung aus kleineren Kalksteinquadern dekoriert. Zahlreiche C14-Daten von Bauhölzern aus verschiedenen Grabungsschnitten datieren den Bau etwa um 900 vor Christus. Mit dieser Datierung ist nicht nur ein vorläufiges Anfangsdatum für die Konstruktionstechnik des hybriden Wandsystems mit vertikalen und horizontalen Balken in Südarabien gegeben, sondern auch für die Verwendung von Quadern in Pressfugentechnik mit umlaufendem Randschlag und gespitztem Spiegel. Dass dieser Bau nicht der erste seiner Art gewesen sein kann, beweisen die Komplexität und Stimmigkeit seiner Bauweise. Jedoch fehlen bisher die entsprechenden Vorgängerbauten. Die Wände im Inneren waren unterschiedlich gestaltet. Die Gefache zwischen den Balken an den Flurwänden dekorierte man wie die Außenfassaden mit kleinen Kalksteinquadern. Wohingegen in den übrigen bisher freigelegten Räumen die Wandoberflächen mit Lehm verputzt und wahrscheinlich farblich gefasst waren. Da der Bau anscheinend bereits in der Antike komplett verbrannte, hat sich das Holz meist nur als Asche bzw. dort, wo die Sauerstoffzufuhr gering war, auch als Holzkohle erhalten. Diese Explosionszeichnung verdeutlicht das Konstruktionsprinzip der im Wechsel horizontalen und vertikalen sowie längs und quer zur Wandachse verlegten Balken im Bereich einer Tür des zentralen Erschließungsflurs. Bei allen am Bau verwendeten Balken handelt es sich um Akazienholz, was meines Wissens für eine Datierung mit den Methoden der Dendrochronologie eher ungeeignet ist. Die etwa 2,50 Meter hohen Türen des mittleren Erschließungsgangs hatten extrem schmale Durchgangsbreiten von ca. 55 cm, was typisch für Monumentalbauten in Südarabien ist. Ihr mehrteiliger hölzerner Sturz war durch Zapfen gesichert. Einer hat sich davon in situ erhalten. Um die verbrannten Türrahmen und die anschließende Holzkonstruktion der Wände überhaupt zeichnerisch dokumentieren zu können, war zunächst die Sicherung der extrem fragilen Holzkohle notwendig, welche nur simultan zur Freilegung erfolgen konnte.
Der Holzrestaurator Enrico Peintner festigte das Holz sukzessive durch Tränkung mit einem Kunstharz während der Freilegung. Nach Festigung und Dokumentation sind die Holzbauteile temporär mit Lehmmauern und einer Sandhinterfüllung gesichert worden. Leider war seit 2009 die Weiterführung und der Abschluss des Projektes in Sorbach aus Sicherheitsgründen nicht möglich und wird, sobald es die Sicherheitslage wieder zulässt, fortgesetzt. Die Verbreitung von mehrstöckigen, palastartigen Bauten beschränkte sich im ersten Jahrtausend vor Christus jedoch nicht auf den Süden der arabischen Halbinsel, sondern ist auch am nördlichen Horn von Afrika nachweisbar. Dort, genauer gesagt im heutigen nördlichen Äthiopien, untersucht die Außenstelle in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena und den äthiopischen Antikenverwaltungen ARCCH Addis Abeba und TCTB Mekelle die Kulturkontakte zwischen Südarabien und dem abessinischen Hochland im frühen ersten Jahrtausend vor Christus. Spätestens zu dieser Zeit migrierten Bevölkerungsgruppen aus dem Raum Mareb-Sorbach ins heutige nördliche Äthiopien und südliche Eritrea und etablierten gemeinsam mit der ansässigen Bevölkerung ein ethiosabäisches Gemeinwesen. Dabei kam es zu einem Kulturtransfer von Ost nach West, der sowohl Religion, Kunst, Architektur und Schrift als auch Technologien der Landwirtschaft und Metallverarbeitung umfasste. Ein Zentrum bildete dabei der Ort Jeha, welcher seit 2009 durch die Außenstelle Sana des DRI interdisziplinär untersucht und touristisch erschlossen wird. Seit 2016 finden diese Untersuchungen im Rahmen eines DFG-geförderten Langzeitprojektes statt. In Jeha haben sich die Reste mehrerer Monumentalbauten erhalten, wobei zwei bis heute oberirdisch sichtbar sind. Dabei handelt es sich um den großen Tempel, den mit 14 Meter Höhe seiner Außenmauern am höchsten erhaltenen Sakralbau aus dem ersten Jahrtausend vor Christus in Ostafrika und Südarabien und um den palastartigen Verwaltungsbau Krat Beer Gebre. Beide Bauten sind nicht nur Zeugnis des hohen technischen Know-hows ihrer Baumeister, sondern aufgrund des für ihren Bau notwendigen Aufwandes auch Beleg für die Bedeutung Jehas innerhalb des äthiosabäischen Gemeinwesens im frühen ersten Jahrtausend vor Christus. Die bis heute noch aus der dörflichen Bebauung herausragenden oberirdisch sichtbaren Architekturreste des Propylons und der Türanlage haben bereits im 19. Jahrhundert Forschungsreisende angezogen. Doch erst im Jahr 1906 fanden durch die deutsche Axum-Expedition erste Untersuchungen am Bauwerk statt. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Fotografien und man legte bei kleineren Oberflächenreinigungen aufragende Architekturteile frei. Die sichtbaren Reste wurden zeichnerisch dokumentiert. Ausgehend von Überlegungen zu einem axialsymmetrischen Aufbau des Eingangsbereichs rekonstruierte man die vorhandenen drei Pfeilerreste folgerichtig zu sechs Pfeilern. Erst in den Jahren 1971 bis 1973 wurden die archäologischen Arbeiten am Bauwerk durch ein äthiopisch-französisches Team unter der Leitung von Francis Anfray fortgesetzt. Die Arbeiten konzentrierten sich zunächst auf den Eingangsbereich vor dem Propylon, bei welchen vor allem eine große Freitreppe einer späteren Phase freigelegt werden konnte. Im Anschluss legte sein Team hinter dem Propylon Teile der Raumstruktur des Erdgeschosses frei. Trotz dieser räumlich ausgedehnten archäologischen Grabungen konnten die äußeren Grenzen des Komplexes nicht erfasst werden. Anhand weniger Funde und einer Keramikchronologie erfolgte eine Datierung des Bauwerks in die präaxumidische Zeit. Da sich das antike Bauwerk inmitten der dörflichen Bebauung Jehas mit Terrassenmauern, Dreschplätzen und ruinöser Hausstrukturen befand, konzentrierten sich zu Beginn unseres Projektes im Jahre 2009 die Arbeiten nach Dokumentation des Vorzustandes auf die Entfernung von rezenten Grundstücksmauern. In den folgenden Jahren wurden sukzessive Grabungsschnitte angelegt, um die Struktur und die Ausdehnung des Monumentalkomplexes zu verstehen. Daraus konnte in den letzten Jahren die hier abgebildete Grundrissrekonstruktion entwickelt werden. Es handelte sich um ein rechteckiges Gebäude von etwa 60 mal 63 Metern mit einem axialsymmetrischen Aufbau.
Alle vier Seiten sind jeweils durch drei deutlich hervorspringende Risalite gegliedert. Die Haupterschließung erfolgte über die Mittelachse im Südosten, der bisher einzig nachweisbare Eingang in das Gebäude. Vergleichbar mit dem bereits vorgestellten Fünfpfeilerbau in Sirwach und anderen palastartigen Bauten gründet das Bauwerk auf einem massiven Podium aus 2,20 Meter starken lehmvermörtelten Bruchsteinen, Mauern mit einer Höhe von 6 Metern. Erst über diesem Podium erhebt sich das Erdgeschoss des mehrgeschossigen Bauwerks. Die von den Fundamentmauern umschlossenen Kammern des Podiums sind mit losem Bruchsteinmaterial verfüllt und durch schmale, nur 90 cm breite Bruchsteinmauern unterteilt. Diese schmaleren, die Kammern der Substruktion unterteilenden Mauern trugen Pfeilerbasen, auf denen sich zum Teil noch hölzerne Pfeilerstümpfe in situ erhalten haben. Die bis zu 40 cm starken Pfeiler stützten die Decken über dem Erdgeschoss bei Spannweiten von maximal 2 Metern. Das bedeutet, dass die Decken offensichtlich enorme Lasten zu tragen in der Lage waren. Bei dem für die Pfeiler verwendeten Holz handelt es sich meist um Wacholder. Bereits Francis Anfray hatte im Bereich der Frontfassade eine Art massiven Vorbau aus lehmvermörtelten Bruchsteinen ergraben, das sogenannte Glacis, welches wir nun als umlaufenden Stufenbau mit eingezogenen Ecken rekonstruieren können. Im Inneren reiht sich eine fast unüberschaubare Folge an Räumen und Fluren aneinander. Ein geräumiges Treppenhaus innerhalb der Südostecke führte in die oberen Stockwerke. Bemerkenswert sind die beiden langen, quergelagerten Flure, von denen zahlreiche Räume abgehen. Diese Grundrissteilung unterscheidet sich deutlich von vergleichbaren Bauten in Südarabien, wo immer eine Mittelgangerschließung beobachtet werden kann. Auffallend ist auch die Gestaltung der Gebäudeecken. Die südarabischen Beispiele palastartiger, mehrgeschossiger Bauten weisen, sofern sie durch Risalite gegliedert worden sind, immer besondere Eckrisalite auf, die beim Grat Belgebri fehlen. Hier sind die Risalite an den Ecken jeweils den Fassaden zugeordnet, wodurch eingezogene sogenannte negative Ecken entstehen. Ein besonderes Phänomen stellen die im Laufe der Gebäudenutzung zugesetzten Türdurchgänge dar, von denen bisher vier archäologisch nachweisbar sind. Diese Zusetzungen wurden aus Bruchsteinen gemauert und anschließend mit Lehm verputzt. In den noch feuchten Lehmputz der Zusetzung drückte man monogrammartige Siegel, deren Abdrücke sich teilweise noch in situ, teilweise im Versturz erhalten haben. Ähnliche Siegel mit Monogrammen unter Verwendung altsüdarabischer Buchstaben fand Francis Anfray als Beigaben in Schachtgräbern unweit des großen Tempels in Jeha. Diese Befunde deuten darauf hin, dass zumindest in den Räumen des Erdgeschosses Waren oder wertvolle Produkte gelagert worden sind, deren Eigentümer sich durch Versiegelung der Zugänge gegen unbefugtes Entfernen der Güter schützten. Der Mittelrisalit der Frontfassade des Grat Belgebri ist, vergleichbar mit dem bereits vorgestellten Fünfpfeilerbau in Sirwach, als monumentales Propylon, allerdings mit 6 monolithischen Pfeilern gestaltet worden. Nachdem der Eintretende die Pfeilerreihe passierte, gelangte er über einen Holzboden laufend zum großen Türgewände. C14-Proben dieses Bodens datieren den Bau um etwa 800 vor Christus. Vom Propylon haben sich alle Basen sowie die Stümpfe von 3 Pfeilern in situ erhalten. Die Pfeiler hatten, südarabischen Proportionsschemata folgend, Höhen von etwa 10 Metern und ein Gewicht von jeweils 20 Tonnen. Damit gehörten sie zu den größten Pfeilern, die bisher im altsüdarabischen Kulturraum nachweisbar sind. Die Sandsteinbrüche, aus denen die Pfeiler stammen, sind nach geologischen Untersuchungen von Christian Weiß etwa 4 Kilometer vom Bauplatz entfernt. Pfeilerpropyla stellen in der altsüdarabischen Monumentalarchitektur ein typisches Element für den Eingang in Tempel, Palast oder Verwaltungsbauten dar. Gewöhnlich werden sie in der südarabischen Bauforschung als einfache, meist flach überdeckte Portikus rekonstruiert.
Der Fund eines Räucheraltars aus der Oase von Sauvat eröffnet aber ein viel breiteres Spektrum der möglichen Rekonstruktionen des oberen Abschlusses des Propylons eines sabäischen Monumentalbaus. Der als miniaturisiertes Propylon mit vier Pfeilern gestaltete Altar weist über der Gebälkebene zwei weitere Stockwerke auf, deren Wände aus einer Holzkonstruktion, möglicherweise auch einem hybriden Wandsystem, bestehen. In einem aus den bauhistorischen Untersuchungen der Außenstelle Sana'a hervorgegangenen Rekonstruktionsentwurf des Krat Bi'el-Gebri sind daher über dem Gebälk des Propylons zwei weitere Stockwerke hinzugefügt. Dies folgt konsequent dem Gedanken, das Pfeilerpropylon in der Frontfassade einfach als Mittelrisaliten mit den entsprechenden Abmessungen zu interpretieren. Der palastartige Verwaltungsbau ist hier als achtstöckiges Bauwerk mit fünf Regelgeschossen und darüber drei jeweils zurückspringenden Stockwerken entworfen, angelehnt an die Abbildungen auf den Wand- und Felsmalereien, die ich eingangs zeigte. Das umlaufende gestufte Glacis ist hier in dieser bereits leicht überholten Rekonstruktion noch mit spitz zulaufenden Ecken gestaltet. Richtig wäre jedoch, entsprechend dem Grundrissplan eingezogene Ecken anzunehmen. Die Fassadengestaltung in der Rekonstruktion zeigt die Konstruktionsweise des hybriden Wandsystems aus Mauerwerk und Holz. Dieses System unterscheidet sich deutlich von dem in Südarabien fast anderthalb Jahrtausende verwendeten System mit im Wechsel horizontal und vertikal verlegten Hölzern. Hier ist ein System verwendet worden, bei dem die Balken ausschließlich horizontal verlegt worden sind, immer quer zur Wandachse und darüber längs zur Wandachse. Bei den verwendeten Hölzern handelt es sich um afrikanische Olive und einen weiteren Laubbaum, wahrscheinlich Cordia africana, der noch heute lokal als termitenresistentes Laubholz zur Möbelherstellung verwendet wird. Beide Holzarten haben auch quer zur Faserrichtung sehr gute Druckfestigkeitswerte. Das Füllmauerwerk besteht aus lehmvermörtelten Phonolithbruchsteinen, die lokal anstehen. Die ausnahmslos rechteckig gebeilten Balken hatten Abmessungen von etwa 25 x 25 cm. Ihre Geometrie, Oberflächenbearbeitung und Lage kann noch sehr gut an den Negativabdrücken im Füllmauerwerk nachvollzogen werden, ebenso wie vereinzelte Abbundzeichen in Form von sabäischen Buchstaben. Auch dieses Bauwerk ist bei einer Brandkatastrophe bereits in der Antike vollständig zerstört worden. Das heißt, alle am Bau verwendeten Hölzer sind entweder zu Asche zerfallen und nicht mehr existent oder bei niedrigeren Brandtemperaturen zu Holzkohle verkohlt. Schnell war bei fortschreitenden Grabungen am hybriden Wandsystem klar, dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die antike Bausubstanz langfristig zu erhalten. Vor allem die über die Balkenlöcher auskrakenden Mauerbereiche drohten, verloren zu gehen. Denn was sich vom Tragsystem der hybriden Wände erhalten hat, ist nur die Füllmauerwerksstruktur, wie diese schematische CAD-Darstellung verdeutlichen soll. Eine Untersuchung ohne Zerstörung dieses Kulturerbes ist nur möglich, wenn simultan dokumentiert und zugleich auch restauratorisch gesichert wird. Daher wurde in Zusammenarbeit mit der Lehmspezialistin und Restauratorin Daniela Geier ein Sicherungs- und Restaurierungskonzept erarbeitet. Nach einer temporären Sicherung gefährdeter Bauteile werden die Balkenlöcher reversibel mit lokal produzierten Lehmsteinen ausgemauert. Im Anschluss erfolgt das Verputzen der rekonstruierten Balken mit einem dunkelbraun pigmentierten Lehmputz, um diese Teile als Hölzer darzustellen. In den letzten Jahren wurden im Rahmen von Capacity-Building-Maßnahmen sukzessive lokale Arbeitskräfte zu Spezialisten im Bereich der Restaurierung angelernt, welche diese Arbeiten bereits weitgehend selbstständig ausführen können. Diese Bilder zeigen Ihnen fertig restaurierte Wandbereiche in einem Raum des Krat Bi'el-Gebri. Bei Grabungen im Bereich der Nordwestfassade konnten im Außenbereich zwischen zwei Risaliten eine Versturzbrandschicht auf einem erhaltenen Lehmestrich freigelegt werden. Darin befanden sich zahllose Schieferplattenfragmente.
Wenige waren mit ihren geschnittenen Kanten komplett erhalten und können der Dachdeckung bzw. der Überdeckung auskragender Bauteile des Monumentalbaus als Regenabweiser zugeordnet werden, wie dies traditionell bis heute bei Bauten noch der Fall ist. Im selben Grabungsschnitt fanden sich mit umlaufendem Randschlag und gespitztem Spiegel dekorierte Quader der Fassade, zunächst im Versturz und in den Schichten darunter an der Fassade mehr oder weniger in situ. Nur durch die Nummerierung der durch den Brand in Einzelteile zerborstenen Quader und ihre In-situ-Dokumentation mit anschließender Demontage gelang es sukzessive, das Muster der Fassadendekoration von abwechselnden Balken längs und quer zur Wandachse mit dazwischen gesetzten Dekorquadern zu verstehen. In Form einer Anastylosis wurden die Quader, deren Abdrücke sich an der Fassade teilweise noch erhalten hatten, unter Verwendung von Lehmsteinen zur Teilrekonstruktion eines kleinen Bereichs der Nordwestfassade wiederverwendet. Wie beim zuvor gezeigten Beispiel sind auch hier die Holzbauteile mit dunkel pigmentiertem Lehmmörtel kenntlich gemacht worden. Bei einer solchen hybriden Wandkonstruktionsweise stellt sich die Frage nach den Ressourcen. Wie viel Holz wurde beispielsweise in einem solchen Bauwerk verbaut? Für die Wände des Erdgeschosses liegen dafür erste Berechnungen vor. Bei einer Gesamtgebäudegrundfläche, wohlgemerkt ohne das umlaufende Glacis von 1625 Quadratmetern, fallen davon im Erdgeschoss allein 930 Quadratmeter auf Flächen für die Wände und nur 695 Quadratmeter auf Räume und Erschließungsflächen. Dies zeigt sehr eindrucksvoll, dass die kleinen Räume und breiten Wände im Erdgeschoss wirtschaftlich nur dann Sinn ergeben, wenn man sich darüber zahlreiche weitere Stockwerke vorstellt, deren Wandstärken sich oben verjüngen. Die Kalkulation zu den Holzmengen ergab, dass pro laufendem Meter Wand 21 laufende Meter Holzbalken benötigt worden sind. Dies bedeutet, dass für alle Wände des Erdgeschosses rund 11,7 laufende Kilometer Balken benötigt worden sind, und zwar alle zu rechteckigen Querschnitten von etwa 25 mal 25 Meter gebeilt. Je nachdem, von welchem Stammdurchmesser man ausgeht, benötigte man dafür zwischen 300 und 2340 Bäume. Es mussten also für das gesamte Bauwerk ganze Wälder abgeholzt werden. Aber nicht nur für Wände und manche Fußböden, sondern vor allem auch für die Decken zwischen den Geschossen und für die Dächer wurden weitere große Mengen an Holz benötigt. Fragmente dieser Decken konnten im Versturz der Räume durch den Holzrestaurator Erico Peintner freigelegt und gefestigt und durch Uwe Heusner und Alexander Janus vom Naturwissenschaftlichen Referat des DAI beprobt und bestimmt werden. Momentan wird anhand dieser und weiterer Proben versucht, eine bisher für Nordäthiopien noch nicht vorhandene Jahrringchronologie aufzubauen. An wenigen Stellen zeigen die Deckenbalken original erhaltene Oberflächen mit gefasten Kanten und Zapfenlöchern oder es finden sich Einzelstücke wie dieser Holzzapfen. Sowohl die Rekonstruktion der Gestalt der Decken als auch ihr konstruktiver Aufbau sind momentan Gegenstand von Untersuchungen. Die fragilen Architekturreste am Grat Bir El Gebri sind im Rahmen des Projektes temporär überdacht worden. Um den immer zahlreicher werdenden Touristen und interessierten Besuchern in den letzten Jahren in Jeher gerecht zu werden und um über die archäologischen und restauratorischen Arbeiten zu informieren, ist zusätzlich ein Besucherwegesystem installiert worden. Wie erläutert wurde, weicht das hybride Wandsystem beim Grat Bir El Gebri mit ausschließlich horizontal versetzten Balken deutlich von dem in Südarabien über Jahrhunderte verwendeten System mit abwechselnd horizontal und vertikal versetzten Balken ab. Für Letzteres sind mir keine guten Parallelen aus anderen Kulturkreisen bekannt. Jedoch finden sich für das in Jeher am Palast verwendete System zahlreiche Vergleichsmöglichkeiten, welche auch als Timber Lacing beschrieben werden. Diese Bautechnik kann von Kleinasien bis nach Pakistan beobachtet werden und dient dort vor allem dem erdbebengerechten Bauen. Dort in Nordpakistan sind mit dem sogenannten Cator and Cribbage Konstruktionssystem die besten Vergleichsbeispiele nachweisbar. Mit dieser Bautechnik war es offensichtlich möglich, turmartige Bauten zu errichten.
Es soll ja nicht der Versuch gemacht werden, interkulturelle Kontakte zwischen Nordpakistan und Abessinien zu postulieren. Es sei lediglich auf die Ähnlichkeiten, nicht nur im Hinblick auf die Konstruktion, sondern auch auf die naturräumlichen Bedingungen des Hochgebirges verwiesen. Soweit mir bekannt ist, hat die in Südarabien seit dem frühen ersten Jahrtausend vor Christus nachweisbare Konstruktionsweise mit vertikalen und horizontalen Balken nicht bis in die nachantike Zeit überlebt. Im Gegensatz dazu findet sich die am Grat Bel-Gebri zu beobachtende Bautechnik als Nachahmung auf den Stelen aus aksumitischer Zeit und bis in die Kirchenbautradition, wie hier am Beispiel der Kirche Debredamo in Nordäthiopien. Vielleicht ist diese Verwurzelung in der Bautradition ein Hinweis darauf, dass es sich um eine viel ältere, möglicherweise lokale Bauweise handelt. Dies gilt es noch zu untersuchen. Die bauhistorischen Untersuchungen an den beiden unterschiedlichen Systemen der hybriden Wandkonstruktionen konzentrierten sich in der Forschung bisher auf Dokumentationen in Architekturplänen, Rekonstruktionszeichnungen und Architekturmodellen mit Gefügedarstellungen. Was bisher für den altsüdarabischen Kulturraum und Ostafrika völlig fehlt, ist ein tieferes Verständnis des Tragverhaltens und der statischen Wirkungsweise, einschließlich einer Evaluierung beider unterschiedlicher Systeme, auch im Hinblick auf die Erdbebensicherheit. Daher kooperiert die Außenstelle Sana'a seit kurzem mit der TU Berlin, genauer mit dem Fachgebiet Grundbau und Bodenmechanik unter Leitung von Frank Rackwitz und dem Fachgebiet Statik und Dynamik unter Leitung von Juri Petrina. Gemeinsam sollen diese Fragestellungen anhand theoretischer Berechnungen unter Anwendung statischer Analysesoftware, aber auch durch die Herstellung physischer Tragwerksmodelle in verschiedenen Maßstäben untersucht werden. In der Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Grundbau und Bodenmechanik stehen dabei konkret Fragen nach der Funktion des Glacis am Grat Bel-Gebri im Vordergrund. Möglicherweise diente der gestufte Vorbau dazu, einen Grundbruch, also ein Versagen des Untergrundes durch die enormen Lasten der oberen Stockwerke, zu verhindern. Durch Probenentnahmen direkt unter den Fundamenten und anschließende Laboranalysen könnten aufgrund eines sogenannten Druckgedächtnisses von Böden bei günstigen Voraussetzungen die ehemals auf diesen Fundamenten aufliegenden Lasten bestimmt werden. Dies erlaubte im günstigsten Fall Rückschlüsse auf die Anzahl der über dem Erdgeschoss zu rekonstruierenden Stockwerke, beziehungsweise ergeben sich auch Hinweise auf die Nutzung der Räume. Momentan laufen am Fachgebiet Statik und Dynamik der TU Berlin unter Leitung von Juri Petrina Untersuchungen im Rahmen einer Studienarbeit durch Sigrid Wilhelm. Ausgehend von der Gebäudegeometrie des Grat Bel-Gebri wird ganz gezielt der Frage nachgegangen, welche Kräfte und Spannungen am Bauwerk auftreten und wie die Bauteile im Zusammenklang funktionieren. Ziel ist es dabei letztlich, Aussagen zur Standsicherheit und zur möglichen Anzahl der Stockwerke treffen zu können. Dafür wurde das bestehende CAD-Rekonstruktionsmodell des Bauwerks in ein Simulationsmodell für die Finite-Elemente-Methode überführt. Das heißt, das komplexe 3D-Modell wurde zunächst geometrisch stark vereinfacht und dann virtuell in tausende sogenannte finite Elemente zerlegt, also Teile mit einfachster Form. Daraufhin wurde deren physikalisches Verhalten untersucht und mittels geeigneter Software und bestimmten Algorithmen die Kraftverläufe hinsichtlich des Gesamtbaukörpers berechnet. Um sich der Problematik und Komplexität langsam zu nähern, ist in einer ersten Phase das hybride Mauerwerk homogenisiert als ein Material betrachtet worden. Bisher wurden linear-elastische Berechnungen beim Lastfall Eigengewicht durchgeführt. Die erste Grafik zeigt dabei die Druckverteilung, wobei die rote Farbe minimalen und die blaue Farbe den maximalen Druck darstellt. Die zweite Grafik zeigt dabei die Zugspannung und die mögliche Gefahr von Rissbildungen. Die dritte zeigt mögliche Verformungen, wobei die Skalierung hier stark überhöht dargestellt ist.
In weiteren noch folgenden Schritten soll die Homogenisierung des Wandmaterials zugunsten einer Differenzierung der Baustoffe aufgegeben werden und es sollen kleinere Bereiche herausgeschnitten und separat betrachtet werden. Des Weiteren ist geplant, virtuell die Anzahl der Stockwerke bei der Analyse sukzessive zu erhöhen. Dass der palastartige Verwaltungsbau Grad Bealgebri in Jeha nicht das einzige Bauwerk aus dem ersten Jahrtausend vor Christus am nördlichen Horn von Afrika mit einem hybriden Wandsystem gewesen ist, sondern dass es zahlreiche solcher Bauten gegeben hat, zeigen die archäologischen Arbeiten in Jeha selbst und bei Wukro vor allem in den letzten 5 Jahren. Am Fundplatz Melaso, nur wenige Kilometer von Axum entfernt, untersucht die Außenstelle Sana'a seit kurzem eine monumentale Baustruktur, bei der es sich allem Anschein nach ebenfalls um einen mehrstöckigen Palast gehandelt haben könnte. Bei den einheitlich 1,60 Meter starken Wänden des ebenfalls durch Brand zerstörten Baus kann zwischen unterschiedlichen Konstruktionssystemen der Innen- und Außenwände unterschieden werden. Während das System der inneren Wände dem des Grad Bealgebri ähnelt, wurde für die Außenwände eine Variante mit abwechselnd horizontal und vertikal verlegten Balken angewandt, welches sich aber wiederum von dem in Südarabien bekannten System unterscheidet. Zahlreiche Hölzer der Decken und Wände fanden sich im Versturz und datieren den Bau etwa in das 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus und damit in die Zeit des Baus aus Jeha. Im Frühjahr 2020 wurden bis zu einer Entfernung von 77 Metern von der Hauptgrabungsstelle mehrere Sondagen angelegt. Anlass waren an der Oberfläche sichtbare verbrannte Mörtelreste. Nach wenigen Zentimetern trat die rötlich verbrannte Versturzschicht bzw. dieselbe hybride Wandstruktur wie in den bekannten Grabungsschnitten zutage. Ob diese innerhalb der neuen Sondagen zutage getretenen Strukturen zum selben Bauwerk gehören, müssen zukünftige Grabungen zeigen. Wenn ja, dann würde es sich in Melaso um ein noch größeres Bauwerk als der Grad Bealgebri in Jeha handeln. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es sich insgesamt um mehrere einzelne Bauten mit gleicher Ausrichtung und Konstruktion und damit um einen einheitlichen Komplex handelt. Einer bei Grabungen im Bereich der nahegelegenen Kirche gefundenen Bauinschrift zufolge hat ein Herrscher namens Laman den Eingang seines Palastes neu gestaltet. Zwar datiert die Inschrift in eine etwas spätere Zeit, doch könnte sie ein Hinweis auf eine längere Kontinuität der Palastnutzung an diesem Ort sein. Bauten mit hybriden Wandkonstruktionen zählen zu den eindrucksvollsten kulturellen Hinterlassenschaften komplexer Gesellschaften in Südarabien und Ostafrika. Sie sind Zeugnis eines tiefen Verständnisses von Gefügekonstruktionen aus Mauerwerk und Holz und haben über einen Zeitraum von mindestens 1400 Jahren die Errichtung von Palast- und Verwaltungsbauten bestimmt. Einfache Methoden der historischen Bauforschung und Baudokumentation wie Rekonstruktionszeichnungen und Architekturmodelle reichen nicht aus, um diese Bauweise und ihr Tragverhalten in ganzer Tiefe zu durchdringen. Daher soll in Kooperationen mit Bauingenieuren ein besseres Verständnis für die Fähigkeiten und das Wissen der altsüdarabischen Baumeister ermöglicht werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Mike, für diesen spannenden, detailreichen und teilweise komplizierten Vortrag. Ich bin gespannt, welche Fragen uns aus dem Publikum erwarten. Ich bin mir sicher, da ist einiges noch zu präzisieren und zu erläutern. Und ich sehe auch schon hier gleich eine erste Frage auf Englisch. Die ich auch auf Englisch zunächst mal vortrage. Mike, your reconstruction of Grad Bealgebri doesn't show the Sabaean Falls windows. We found elements of them excavating the portico. Also das ist die Frage nach den sabäischen Scheinfenstern, die anderweitig
gefunden worden sind, wenn bei Ausgrabungen dieser Portikos. Ja, I just want to answer in English. That's completely right. This is just a preliminary reconstruction and shows only the wooden construction of the timber lacing system. And in the next step, we have to add in the front facade, for example, the architectural elements which found by Francis Offray and his colleagues in the 1970s. That's right. Und dann kommt eine Nachfrage zum Holzbedarf. Wie hoch ist der Holzbedarf für den Bau des Palastes in Jeha, wenn der Bedarf für Baudekoration, Geräte und Fahrzeuge hinzugezählt werden? Bedarf der dafür planmäßig angelegter, angepflanzter Wälder in großem Umfang? Sehr gute Frage. Also wie gesagt, die Prognose bezieht sich momentan noch auf die Wände des Erdgeschosses und alles Weitere muss hochgerechnet werden. Da muss natürlich auch das berücksichtigt werden, dass die Wände in den oberen Etagen schmaler sind. Die Decken müssen berücksichtigt werden und so weiter. Also da kommt noch wahnsinnig viel Holz dazu. Natürlich auch für die ganze Logistik, das ist richtig. Von planmäßig angelegten Wäldern in der Zeit ist mir nichts bekannt, aber das muss auf jeden Fall auch ein Teil unseres Projektes sein, das zu überprüfen. Soweit ich weiß, könnte es sein, dass das in Südarabien eventuell schon gegeben hat zu der Zeit. Aber da bin ich leider noch kein Spezialist für. Und ich sehe eine Antwort von Skip Dahlgren, der die erste Frage gestellt hatte. I have made a virtual reconstruction of Grat Gebri and the Great Temple. I will send you pictures. Thanks a lot. Haben wir weitere Nachfragen? Sonst habe ich zunächst einmal eine, nämlich nach den Treppenhäusern. Die sahen mir sehr eng aus. Haben Sie sich mal überlegt, was für ein Personenkreis diese Treppenhäuser genutzt haben könnte? Also es ist natürlich letztlich die Frage nach der Funktion der nächsten Stockwerke. Also da müssen wir jetzt unterscheiden. Bei dem Fünf-Pfeiler-Bau in Savar ist das Treppenhaus tatsächlich nicht besonders geräumig. Allerdings ist es relativ groß beim Grat Bel-Gebri. Aber da schließen sich noch ganz weitere Fragen an. Wir haben bei beiden Bauten bisher nur einen zentralen Zugang, nämlich den immer durch das Pfeilerpropylon mit Durchgangsbreiten von maximal 1 Meter, 1,20 Meter. Und wenn wir dann im Inneren versiegelte Räume haben, wo möglicherweise Waren oder Wertgegenstände gelagert sind, also da stellen sich sehr viele Fragen, wie wurden diese Waren oder diese Wertgegenstände in das Gebäude transportiert durch dieses Pfeilerpropylon. Das kann man sich alles noch gar nicht so richtig vorstellen. Also da sind sehr viele Fragen offen, die noch zu klären sind. In der Tat sieht etwas unpraktisch aus, das Gebäude dafür. Wir haben eine weitere Frage aus dem Publikum. Eine Zuhörerin möchte gerne wissen, wie ihre Einschätzung ist in Bezug auf den Grad des Verfalls der Ausgrabungen im Jemen, wenn seit 2009, wie Sie das im Vortrag gesagt haben, die Konservierung nicht mehr möglich ist. Das ist ein Riesenproblem. Und wir haben ja dieses Projekt Ancient Yemen Digital Atlas, in dem wir also auch ein Monitoring von den archäologischen Stätten durchführen. Wir versuchen also so oft und so gut es geht an Bildmaterial zu kommen, sei es von Personen vor Ort als auch von Luftbildern. Und uns sind aber jetzt aus Zerwar beispielsweise aktuell keine größeren Zerstörungen bekannt, aber selbstverständlich muss dann sofort was wieder getan werden, sobald es möglich ist, dort wieder hinzureisen. Sie haben ja auch ständig Kontakt mit den Kollegen vor Ort, ne, sodass man schon zur Not ein bisschen eingreifen kann, ne? Das ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Gerade im Jemen sind nicht alle Regionen zu jeder Zeit begehbar. Aber wir versuchen natürlich unser Bestes in dem Bereich. Und wir haben eine Nachfrage aus Istanbul von Moritz Kienzel.
Der fragt, ob sich die Maßstäblichkeit der Balken auf die Proportionen des Gebäudes übertragen lässt und wie lange die Gebäude genutzt wurden. Also beide Gebäude sind in der Antike zerstört, wobei wir definitiv sagen können, dass der Fünfpfeilerbau eine wesentlich längere Nutzungsdauer hatte, wahrscheinlich bis in die mittelsabäische Zeit möglicherweise. Bis zu den ersten Jahrhunderten nach Christus. Ne? Für den Norden Äthiopiens ist das ganz anders. Da haben wir eine wesentlich kürzere Nutzungszeit von vielleicht 200, 300 Jahren, vielleicht auch 400 Jahren. Und aber zur ersten Frage oder zum ersten Teil der Frage von Moritz, kann ich noch nicht so viel sagen dazu, aber es gibt sehr viel zu tun, ja, auch im Bereich dieser Untersuchungen auf jeden Fall. Christoph Ziegert möchte gerne wissen, ob ihr Spuren von Termitenbefall gefunden habt. Nach unserer Erfahrung sagt er, wird irgendwann jedes noch so vermeintlich termitenresistente Bauholz befallen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben also auch antike Spuren von Termiten. Also wir haben also verbrannte, verziegelte Termitengänge im Grat Beal Gebri in dem Bau. Und eine These war beispielsweise, dass man diese Hölzer horizontal versetzt hat, um vielleicht das Erklimmen der Termiten in obere Stockwerke etwas zeitlich zu verzögern, denn die Termiten fressen sich immer in Richtung der Holzfasern vorwärts. Das heißt, sie würden also immer auf einer Ebene erstmal bleiben. Aber das ist überhaupt nicht bewiesen und einfach nur eine Theorie, warum man bei dem Grat Beal Gebri beispielsweise nur Balken horizontal verbaut hat. Dann kommt eine generelle Frage, nämlich zur Vorstellung von der, welche Zivilisationen die Architektur beeinflusst haben könnten. Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich hatte ja bereits erwähnt, wir haben also mit dem Fünfpfeilerbau in Savar um 900 vor Christus eine hochkomplexe Konstruktionstechnik. Und das ist für uns bisher das erste Bauwerk dieser Art, was wir dort nachweisen können in Südarabien. Gute Beispiele, ehrlich gesagt, aus der Levant oder aus dem mesopotamischen Raum, die als Vorgänger dienen könnten, habe ich leider noch nicht gefunden. Also das ist ein riesen Forschungsdefizit, würde ich mal sagen, was da noch zu klären ist. Oh ja, in der Tat. Wir haben noch Jahrhunderte zu tun wahrscheinlich. Ne? Jetzt kommt erstmal eine Antwort von Christoph Ziegert und Jasmin Blaschek, nämlich, dass sie die Theorie der Termiten unterstützen. Das freut mich sehr und ich würde mich auch über einen weiteren als große Termitenspezialisten Kontakt freuen, weil das sehr, sehr spannend ist, das Thema, ja. Und wir haben weitere Fragen. Sind die Palastbauten in einem dichten städtischen Umfeld zu denken? Kann man etwas über die zu vermutende Bevölkerung, die Bevölkerungsdichte im Umland sagen? Also für Savar können wir sagen, das war mit Sicherheit ein sehr dicht bebautes, urbanes Stadtareal. Für Jeha wahrscheinlich auch, aber da ist es eben durch die späteren Jahrhunderte der Nutzung extrem überformt, sodass wir da auch noch mitten in den Untersuchungen sind. Und die Anzahl der Personen, die dort lebten, auch das ist dann, sagen wir mal, andere Fragestellungen, die sich mit solchen Prognosen beschäftigen, wie groß oder wie viele Personen die Oasen im Land ernähren konnten. Dazu kann ich jetzt hier an dieser Stelle mit dem Vortrag nicht so viel sagen. Aber da gibt es auch Untersuchungen, die auch zum Teil publiziert sind. Und, na, hier purzelt es ja. Inwiefern lassen die Ausgrabungen Rückschlüsse auf sakrale Nutzungen zu? Und inwieweit kann nach Stand der Ausgrabungen schon eine ethnologische Forschung zu Lebensumständen und so weiter greifen? Also, wir können gar nicht ausschließen und wollen es auch nicht, dass in diesen
Bauten kultische Handlungen durchgeführt worden sind. Da gibt es auch Hinweise darauf. Das Problem ist, was wir haben, dass diese Bauten eigentlich, bevor sie verbrannt sind, mehr oder weniger ausgeräumt oder geplündert worden sind, sodass wir also archäologisch noch nicht so viel nachweisen können und sagen können über die Nutzung. Aber kultische Handlungen innerhalb der Gebäude, auch wenn sie keine Tempel explizit gewesen sind, auch in den Inschriften nicht als solche genannt werden, also diese kultischen Handlungen, die schließen wir auf keinen Fall aus. Und den zweiten Teil habe ich leider schon wieder vergessen, da müssen Sie mir nochmal auf die Sprünge helfen. Kann nach Stand der Ausgrabung schon eine ethnologische Forschung zu den Lebensumständen und so weiter greifen? Ja, das ist eine Frage, die schwer an Archäologen zu stellen ist. Und an Bauforschern noch viel schwieriger, würde ich mal sagen, ja. Also. Genau, nee, da müssen einfach viel, viel mehr Befunde und Funde mit einbezogen werden. Das ist wahrscheinlich dann eher eine Frage an die Gesamtgruppe und in ein, zwei Jahren oder so, ne? Genau. Dann gibt es die Frage, die sehr verständliche Frage, ob ihr wisst, wie Jeher bisher durch den laufenden Krieg gekommen ist. Ja, wir versuchen Kontakt mit der dortigen Bevölkerung zu halten, was natürlich extrem schwer ist, weil die Verbindungskanäle, Telefon, Internet natürlich abgebrochen sind. Aber nach allem, was wir bisher wissen, ist es an den historischen Städten Plätzen jetzt in Jeher selber noch nicht zu Schäden gekommen, Gott sei Dank. Ja. Aber das ist natürlich auch nur ein Zwischenzustand und wir versuchen da auf dem Laufenden zu bleiben und Informationen zu sammeln. Dann haben wir eine Bemerkung, eine interessante, die Ähnlichkeit der Architektur zwischen dem hier vorgestellten und Pakistan könnte durchaus doch für Einflüsse via Rotes Meer sprechen. Tatsächlich stammt aus dem äthiopischen Kloster Debre Demmo, nämlich ein Hort von Münzen verschiedener Kushana-Könige. Es würde sich also durchaus lohnen, dem nachzugehen. Ja, damit dürfen wir natürlich jetzt die Zeiträume nicht durcheinander bringen. Wir sind ja mit dem Grat Bel Gebri in Jeher mindestens um 800 vor Christus, also eine Zeit wahrscheinlich lange vor dieser Münzprägung. Nichtsdestotrotz können wir diese Konstruktionstechnik nicht nur in Pakistan, sondern über den ganzen kleinasiatischen Raum bis in Jahrtausende vor dieser Zeit noch schon nachweisen. Und wie gesagt, da wäre ich erstmal sehr, sehr skeptisch, was da kulturelle Kontakte betrifft, sondern würde zunächst erst einmal auf die naturräumlichen Ähnlichkeiten verweisen. Und Ibrahim Salman fragt, ob euer Modell unter dynamischen Beanspruchungen untersucht wurde, ob das Gebäude von Erdbeben historisch bedroht gewesen sein könnte. Das kann natürlich sein. Also diese Erdbebenkarte hat ja auch gezeigt, dass es zumindest in großen Zeitabständen auch in Äthiopien Erdbeben geben kann oder gegeben hat. Diese Untersuchungen stehen aber noch aus bezüglich der dynamisch auftretenden Kräfte. Also bisher wurden immer nur die Lastfälle, Eigenlast sozusagen betrachtet. Und das ist alles noch zu tun. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Ha, ich kann raten, wer das ist. Ich sehe nämlich hier im Chat die Namen nicht richtig. Jasmin Blaschek und Christoph Ziegert fragen, ob die Lehmsteine hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Eigenschaften untersucht wurden. Wir haben ja in Uruk, da arbeite ich mit den Kolleginnen zusammen, noch gut erhaltene Strohfaserreste in den Lehmsteinen gefunden. Also wir haben diese Lehmsteine, hatte ich erwähnt. Sie meinen sicher die antiken Lehmsteine. Ja. Allerdings bei den beiden Bauten, die wir jetzt hier vorgestellt haben, kommen die in antiker Zeit nicht vor, sondern wir haben bei beiden Bauten als Füllmauerwerk lehmvermörtelte Bruchsteine. Aber natürlich haben wir im Jemen sehr, sehr viele Bauten, antike Bauten, auch mit Lehmsteinen, aber bei diesen Bauten jetzt hier beispielsweise noch nicht. Oder haben wir nicht, ja.
Skip Dahlgren fragt nochmal nach. Aside from the monumental buildings, is there evidence that the Stockwerk technique used more generally, or would private buildings have been made only of stone? In South Arabia, as well, private buildings, if they have several stories, they are made with this construction technique with vertical and horizontal girders I showed in the when I explained the first building in Sowa. And for Ethiopia or southern Eritrea, until now, it's not possible to distinguish between private buildings or palace buildings because we only have small trenches on other sides. And the Gradbeer Gebri, of course, is some kind of a palace structure. Danke, Mike. Ich glaube, wenn jetzt sich nicht noch jemand beeilt und eine Frage anbringt, dann werden wir dir noch einmal ganz, ganz, ganz herzlich für den Vortrag, ach doch, da kommt noch etwas, nämlich wie es mit der Fertigstellung des On-Site-Museums in Yeha vor Beginn des Konflikts aussah. Wir waren im Prinzip kurz vor der Eröffnung und hoffen, dass wir das so schnell wie möglich dann nachholen können, hoffentlich im nächsten Jahr. Das können wir in der Tat nur hoffen für alle Beteiligten, insbesondere die Bevölkerung vor Ort. Ja gut, ganz herzlichen Dank. Sehr gern. Für den Vortrag, für die Diskussion an die Teilnehmerinnen, die Antworten an Mike Schnelle. Wir können ja nicht klatschen, das tut uns immer fürchterlich leid hier. Aber so ist es nun mal. Nichtsdestotrotz zeigt der reichhaltige Chat die Anteilnahme. Und ja, mir bleibt im Moment vor allem überzuleiten in das, was Sie in der kommenden Zeit erwartet. Die Orientabteilung verabschiedet sich hiermit aus dieser Veranstaltungsreise und im März übernimmt dann die Abteilung Istanbul die DAI Insights, diese Vortragsreihe. In der nächsten Veranstaltung sprechen Assistant Professor Dr. Michael Jones von der Koç Universität Istanbul und Dr. Alkiviadis Ginalis von der Abteilung Istanbul in einem Vortrag zu Bauen in Byzanz, Auswirkungen von maritimen Aspekten. Und das Ganze findet am 4. März um 16 Uhr deutscher Zeit bzw. 18 Uhr türkischer Zeit statt. Dieser Vortrag ist dann in englischer Sprache und Sie können sich gerne jetzt schon für die Veranstaltung anmelden. Da müsste eigentlich im Chat ein Link angezeigt werden gleich. Genau, da ist er. Und hiermit verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, Ihre Beteiligung und wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.